Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Sims 2 mit Penny Jones und Korga, der hier sitzt mit zwei Vampiren. Seit wann sind die denn Vampire? Achso, ja. Ich hatte gerade mal nur was ausprobiert, deswegen sitzen die beiden auch gerade hier. Ja, ja, so. Eigentlich wollte ich heute mit Penny hier rüber in die Gruseldisco. Und ja, so. Du gehst schlafen. Was ist mit dir los? Hunger. Was machst du? Ball werfen mit. Oh, hängt das hier gerade, aber egal. Mit Kati Singer. Also das hier ist Kati, Robin und Benjamin. Die beiden kennt er ja schon, nur Kati halt noch nicht. So. Kati versteht sich mit Penny überhaupt nicht. Hier. Die verstehen sich überhaupt nicht. Oh. Aber egal, so. Korga, hör mal auf. Mach mal was zu essen. Hochabend servieren. Nudeln mit Käse. So, du bist am Schläfchen. Ah, jetzt hängt das mal nicht. So. Um hier mal ein bisschen, so, einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ja, ach ja, hier. Unsere Karte hier ist schwanger. Das ist nämlich die Familie, mit der ich privat spiele. Und ja, Kati. Geist von Kati sehen. Mein Gott. Nein. Da. Ja. Ja, keine Ahnung. Egal. So, ich mache hier mal ein bisschen schneller. Korga ist müde. Penny. Ich mache mal hier ein bisschen schneller, sonst funktioniert das hier nicht. So, Robin ist weg. Und Korga liegt mit dem Gesicht im Essen. Dann würde ich sagen, mein Spatz, geh mal hier schlafen. So. Essen kannst du gleich. Ja. So, ich hatte gestern, oder was heute? Heute einen Kommentar in den Kommentaren gelesen, was Fitness eigentlich mit Gaming zu tun hat. Und ja, an der Stelle grüße ich dich. Und ja, ich hatte einen Zweitkanal, und zwar Zockerflo. Warum steht das hier auf dem Boden? Zockerflo auf dem Kanal konnte ich nichts mehr hochladen und ich hatte mir dann halt auch gedacht, weil ich nichts mehr hochladen kann, dass ich das dann halt hier hochlade, die Sims. Und so wie es aussieht, kommt sie auch super bei euch an. Und echt super. Komm, ess schneller. Einen Vampiren sehen. Was? Na. Hier sitzt doch einer. Benjamin mitmachen. Ne. Hier. Unterhaltet euch, Witz erzählen. Bevor du ihnen einen Witz erzählst, räumst du das mal bitte weg. Und dann kannst du ihnen einen Witz erzählen. Und ja, also. Es hat mit dem. Also den Namen Fitnessflo habe ich schon ewig. Seitdem ich den Kanal eröffnet habe. Ich hatte am Anfang ein
paar Fitnesssachen gemacht, bis mir es dann auch ein bisschen zu langweilig geworden ist. Und deswegen habe ich mir dann, wie schon gesagt, mein Logo erstellt, vor damals mein Kanalbanner, mein Intro. Und deswegen ist der Kanal jetzt halt auch. Und deswegen, so. Deswegen ist der Kanal jetzt auch so, wie er ist. Der Name heißt Fitnessflow. Und ich habe auch jetzt nicht vor, ihn wieder zu ändern, nur weil ich Gaming mache. So, ja. Das benutzen. So, und deswegen. Reste weglegen. Korga. Deswegen. Das ist auch wieder dann halt eine Menge Arbeit, alles wieder neu zu machen, wie Kanallogo. Okay, Logo geht einfach. Banner auch, aber das Intro ist dann halt wieder so. Und einige, ich habe ja noch einen Discord-Server, den kann ich euch unten auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Erster oder zweiter Link. Ja. Dann kann ich euch verlinken. Dann könnt ihr da auch drauf kommen. Hast du keinen Benehmen, mein Freund? Und dann können wir da auch privat schreiben. Ich bin auch sehr oft im Discord-Server. Das kannst du eigentlich mal ausschalten. Und ja, deswegen. Und ich finde es echt super von euch auch, dass ihr fleißig kommentiert. Ich kommentiere eure Videos ja auch alle. Was hast du vor? Ja, du gehst duschen. Geld haben wir. Warte mal eben, dann verkaufe ich die Wanne mal eben hier. Dann hole ich eine andere. Und zwar die. Da ist nämlich die Dusche mit bei. Das kann ich jetzt nicht aufheben. Und ja. Du musst gleich arbeiten. Was ist mit dir, mein Freund? Korga, wenn ich auf Toilette, dann kannst du mal noch mal frühstücken, ess noch mal Müsli, kannst du das aufräumen, kannst du das sauber machen. Und ja, so, so, ach so, ja, das passt ja gerade. Wer geht denn da vorne? Viel Spaß bei der Arbeit. Und ja, außerdem, ich bin auch super motiviert, was Let's Plays anbetrifft, ob ich jetzt Let's Plays oder ganz normale Vlogs machen werde. Oder Vlogs kommen auch irgendwann, wenn ich mal eine Kamera habe. Was ich ja im Moment nicht habe. Und das nötige Kleingeld habe ich auch nicht. Aber das macht ja nichts. So, mach hier mal ein bisschen. Korga hat heute frei. Ach, das ist ja echt super. Wie gut, dass du frei hast. Dann kommen wir mit dir. So. Hier drüben ist halt der Friedhof. Ja. Hier ist der Friedhof. Und ich wollte mich auch nochmal entschuldigen, dass der Livestream, es steht halt 1 Stunde 51, aber dass der nur 1 Stunde 20 geht. Ich weiß nicht warum, weswegen, weshalb oder sonst was hier ist. Hier wohnt Familie Singer, das habe ich gebaut. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Und es ist riesig. Hier ist auch nochmal ein Friedhof. Hier haben sie vorher gewohnt. Aber egal. So, mein lieber Korga, was machst du jetzt? Du gehst duschen. So, kannst du mal anrufen. Ne, brauchst nicht anrufen. Du kannst darüber gehen. Huch,
alte Taste. So. Kannst du darüber gehen? Post haben wir nicht. Und ja. Also wir werden jetzt mit Korga hier rüber in die Bar gehen, in die Gruseldisco. Gucken, ob wir da ein paar Leutchen treffen. Und ja, es kann auch sein, dass am Montag halt 2 Folgen hiervon online kommen. Weil ich mir gedacht habe, oder halt Montag und Dienstag, dass wir das dann so machen. Weil ich hänge irgendwie hier gerade an den Sims, deswegen. Und ja, so, geh da mal rüber. Ja, du gehst bitte alleine, deine Freundin ist arbeiten. Was hat denn die für einer? Maxim Heligers. Ja, super. Und ja. So, mach, geh. Ich komme gerne mit. Da, Gott. Ach, der Ladebalken, der einen immer verarschen tut. Und ja, so. Ich habe auch sogar vor, dass wir Penny vielleicht zu einem Vampiren machen lassen. Dass sie sich dann beißen lässt von einem. Und dass die beiden dann halt ein Vampirbaby bekommen. Finde ich super. Ich hoffe, das funktioniert dann. So, jetzt haben wir erstmal ein schwarzes Bild. Das kommt aber gleich noch, hoffe ich doch, da. Seht ihr, hier ist dann halt der Friedhof. Ach, er kommt hier rüber gelatscht. Ach, natürlich mit Robin. Oder ist das Robin? Gott, da habe ich gerade gedacht, der hätte sich aufgehangen. Er ist nicht Robin, so. Hier ist dann einmal. So. Wer ist das? Benjamin Lange, okay. Also hier hängt das gerade richtig. Hier ist dann halt auch der Friedhof. Wie schon gesagt, tut mir leid, dass der Stream halt nicht so verlaufen ist, wie ich geplant hatte. Ich muss mal hier ein bisschen raus, weil sonst heißt das wieder, ich hätte urheberrechtlich irgendetwas begangen und ja, hier seht ihr dann halt nochmal das ganze Grundstück. Oh, hier hängt das ordentlich, aber es kann auch sein, weil ich gerade auch aufnehme. So, dann, was machst du? Kitzeln, ne, hör mal auf. Möchtest du mit der machen? Witz anhören. Kannst dir einen Witz anhören? Kannst du mal hier ein paar Fotos reingehen und ein Foto machen? Gekitzelt werden, nein. Ich möchte aber nicht von dir gekitzelt werden. Ach, hier ist dieser Achim Pelz. Oh, hör auf. Oh, die Lache von denen, ne? Übelst komisch. Total. So, geh rein. Hopp. Nochmal ein paar Fotos. Und ja. Achso. Müsste da ja auch mal drauf gehen, ne? Nochmal normale Fotos. So. Energie hast du schon wieder, ne? Kannst du hier irgendwas machen mit den Gräbern? Ne. Ne. Aber ich muss sagen, ist super gut gelungen. Mach mal eben hier die Wände hoch. Und ja. Könnt man ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde es mega. So, kannst du mal benutzen.
Ich sehe schon, dass er sich hier gleich aufhängt. Deswegen würde ich sagen, geh das mal benutzen. Nach Hause. Ja. Aua. Ach, ich mache heute mal eine längere Folge. Komm, mach schneller. Und ja. So. Es werden auch Baufolgen kommen. Ich habe jetzt ein Projekt angefangen. Ich bin am Überlegen, baue ich jetzt eine Kneipe oder. Weil hier in Schönsichtingen ist ja eigentlich kaum irgendetwas. Außer jetzt hier die Disco und die Einkaufsmeile. Ist schon etwas komisch. Ah, komisch ist es nicht, aber. Irgendwie. Ah, ich wollte gerade sagen, komme ich heute nochmal mit? Und ja, und ich hatte heute auch vor, die beiden hier ein bisschen zusammenzubringen, dass sie sich auch verstehen. Sie wohnen ja schließlich in einem Haus. Und ja. 18:19 Uhr schon wieder, das ist mir egal. Hopp, komm. Ah, da kommt also. So. Was ist los? Du hast Energy, ne? Dann geh mal hier schlafen. Wie lange brauchst du denn noch? Bis 15 Uhr. Na, das dauert ja noch was. Also hier hängt das jetzt zum Beispiel nicht, aber was ich mal machen kann, ist die Dusche hier hinten wegmachen. Oh, irgendwas. Gott. So, das läuft jetzt mal ein bisschen schneller hier. Du machst einen sauber. Dann kannst du mal Reste nehmen. Kannst du das hier nicht sauber machen? Ne. Kannst du mal das Bett von Penny machen und deins später mit. So. Ach so, könntest du, glaube ich, mal. Nimm mal da die Schüssel. Säubern kannst du auch danach machen. Danach kannst du Simoleons ernten. Mit dem Baum kannst du da nichts machen. Wir warten jetzt mal ein bisschen. So, kannst du das recyceln. Hast du eigentlich Arbeit? Doch, du hast Arbeit. Aber hast du heute frei, stimmt ja. Huch, ach. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Vielen Dank. So, du machst gerade schon das Bett. Geh mal hier ein bisschen näher ran. Kannst du Post holen? So. Ah, warum räumst du das denn nicht gleich weg? So. Damit kommt Penny gleich. Wer läuft da? Kenn ich dich? Daniel hübsch? Nö. Woher denn auch? Haha. Okay, ich versuche nicht wild. Ah, du hast deinen Wunsch erfüllt. Ein Auto kaufen. Kann ich dir einloggen? Ah, Penny kommt auch nach Hause. Geht die Energie. Du mich. So. Hygiene. Nein, geh mal hier duschen. Nicht Job suchen. Geh mal duschen. Kannst du schlafen gehen? Schlafen. Und du möchtest hier am Schrottauto dann später noch mal weitermachen, kannst du gerne tun. Das genehmige ich dich.
Warum wollt ihr die eigentlich immer da reinlegen, Mann? Ne, 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 ne. Rechnung zahlen. Gut. Brav. Du gehst schlafen. Gut. Hey Penny, magst du mich nicht mehr? Oh. Graf Dracula, schreib mal persönlich. Dann können wir erst anrufen, wenn es dunkel ist, weil sonst kann der nicht raus. Oh Mann. Was? Wer ist das? Wer bist du? Was willst du? Sophie Miguel. Wer bist du und was machst du von meiner Haustür? Geh einfach weg. Husch, Stalker. Oh. Ah, komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Oh, hör mal auf zu schlafen. Warte, kannst du das mal benutzen und dann kannst du mal an das Auto weiter herumbasteln. So, Auto, Motor. Korga, was machst du? Was willst du? Ne, brauchst du nicht entspannen. Nochmal hier. Ne. Lernen Mechanik. Nochmal Mechanik lernen. Du hör wahrscheinlich auf am PC rumzu. Gong. Techtelmechtel, glaube ich, stehe ich mal ein. So, mach mal hier ein bisschen schneller. Hoch. Und da war es auch schon wieder dunkel. Na ja, komm. Boah. Kannst du machen. Hör auf, ein Buch zu lesen. Ist da noch was? Bitte schnell, hopp, beeil dich. Steckt er sich jetzt bestimmt, oder? Ah, da bringt er mal erst zum Bücherregal. Komm, kann ich Penny? Nein. Kannst du nicht? Mein Gott. Hey, Korga, kann ich Penny? Nein, habe ich gerade gesagt. Du hast hier die Jene, ne? Ja. So, duschen. So, dann reparieren wir mal hier ein bisschen schneller. Gott. Wo bist du jetzt? Hallo. Hunger, ne? Zu Abendessen, TV-Snack. Von mir aus. So, meine Lieben, ich würde sagen, hier mache ich mal eben einen Cut. Und, weil sonst geht die Folge zu lange. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, gleich. Ich nehme jetzt zwei Folgen hintereinander auf. Für Montag und Dienstag, dass ihr was zu schauen habt und ich was zu tun habe. Also, meine Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ciao, ciao.